Mein Name ist Monika De Willi. Ich leite seit 2011 CoopPoint. CoopPoint ist eine Abteilung für die Förderung des Genossenschaftswesens. CoopPoint gehört zu Lega CoopPoint. Lega CoopPoint ist ein Interessensverband für Genossenschaften. Unsere Aufgabe ist es, Interessenten, die eine unternehmerische Idee haben und diese unternehmerische Idee in Form einer Genossenschaft verwirklichen möchten, Beratungen zu leisten. CoopPoint on the road viaggia con un pulmino di rappresentanti, operatori ed esperti in materia cooperativa e si ferma in una serie di piazze del territorio altoatesino al fine di creare un contatto diretto con il cittadino. Si impegna a coinvolgere le comunità locali, in particolare dialogando con gli amministratori delle stesse, favorendo un'informazione diretta sul luogo con lo scopo di individuare e promuovere progetti per lo sviluppo locale. Ich habe jetzt die Freude, euch das Team vorzustellen. Buongiorno, sono Simone Bragagna, sono consulente del lavoro, sono responsabile del reparto di consulenza del lavoro di Coop Servizi. Mein Name ist Monika D'Ascenzo, ich bin bei CoopPoint zuständig für die Begleitung der Genossenschaften in den verwalterischen Schritten vor und nach der Gründung. Sono Paola Cardinaletti, sono direttrice della cooperativa Coop Servizi, che compie 25 anni il prossimo anno. Offre servizi contabili e fiscali per le cooperative associate a Lega CoopPoint e anche servizi di consulenza nel settore paghe, elaborazione cedolini e quant'altro. Guten Tag auch meinerseits. Mein Name ist Elisabeth Kostner. Ich bin für die Kommunikation von Lega CoopPoint zuständig und ich freue mich, an diesem Projekt teilnehmen zu können. Wir haben verschiedene Thematiken, das heißt, es geht von Sozialgenossenschaften bis zu Arbeitsgenossenschaften. Und Frau Kurs, Teilnehmer und mir, die Genossenschaft gegründet und seitdem seien wir in dem Bereich tätig. Diese sinnvollen und wirksamen Projekte, wir freuen uns immer, wenn solche Initiativen vor Ort vorgestellt werden. Der direkte Kontakt mit den Bürgern ist wichtig. Die Aussicht, andere Tätigkeitsfelder zu öffnen. Wie wichtig das ist, zeigt natürlich auch die Anwesenheit vom Herrn Landesrat und auch meines Vorgängers als Bürgermeister Christoph Kugler. Wenn wir mehr wieder auf Solidarität aufbauen, und da ist das Genossenschaftsmodell natürlich etwas, das sich äußerst gut eignet, um in diesen auch schwierigen Zeiten gute Erfolge zu erzielen für die Menschen. La cooperazione non mette al centro la crescita del capitale, lo sviluppo del profitto, ma lo sviluppo delle persone. Ich hoffe, dass die Leute das Interesse hier bekunden und sich informieren. Einfach auch die Integration gut funktionieren könnte. Hatte ich die Möglichkeit, eben drei sozialen Genossenschaften ins Leben zu rufen. Eine davon, die Sozialgenossenschaft Coopera. Wir brauchen euch und herzlich willkommen auch im Saarland. Dankeschön. Zusammenhalten, zusammen, der Pakt muss leisten. Wenn jeder alleine sich denkt, dann ist es wahr. Ich glaube, vor allem in Zeiten wie diesen, müssen wir ein bisschen mehr zusammenheben und ein bisschen mehr an die Gemeinsamkeiten denken, nicht an das, was uns trennt. Jetzt, in heutigen Zeiten, ist die Genossenschaftsform die ideale Voraussetzung, etwas gemeinsam zu bringen, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Was ihre Schwierigkeiten waren, was ihre Erfolge sind, worauf wir achten müssen. Und da ist uns mehrmals CoopPoint empfohlen worden. Und bei der ersten Beratung in Bozen habe ich mich eigentlich auch gleich wohl gefühlt. Bon dia a tutti. Sono Clo e qui a Ortigia e sono contenta di poter vedere Clo che è un po' amicizia di Dijon. Come si potrebbe avvicinare la cooperazione a quelle, agli sport invernali che vengono svolti qui? Ich möchte erstmal Herrn Bürgermeister danken für die Gastfreundschaft, dass wir hier bleiben durften, also unsere Initiative hier vorstellen können, und ich gebe Ihnen das Wort weiter. Danke. Bon dia a tutti, ben uni, Clo Ortigia e Tegardaina. Un saluto tanto per Bergadaina, Kok Fajon, Kok Rujnonganga. Herzlich willkommen. Simon Liaduc, Kok Noja Molta Ditna, saluto un nostro Schneider de Loma. Eh,
Le tematiche che abbiamo affrontato sono andate dalla cooperazione sociale, dalla cooperazione di produzione e lavoro, con un particolare riguardo alla cooperativa dell'imprenditoria femminile. Abbiamo anche affrontato la tematica delle società sportive e dilettantistiche. Il tema che affronteremo oggi qui a Vipiteno è quello delle cooperative sociali di tipo B, ossia quelle di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Brauchen wir vor allem solche Initiativen wie Lega CoopPoint, die hier macht, die viele Sozialgenossenschaften begleiten, damit eben genau diese Schwierigkeiten auf bürokratischen und verwaltungstechnischen Wege gelöst werden können und sich die Menschen wirklich auf die ideologische Arbeit in der Genossenschaft selber konzentrieren können. Danke dem ganzen Team für seine Dynamik. Ringraziamo il team di Lega Coop, il Punto Mobile per la sua dinamica con la quale adesso ha affrontato tutte queste tappe anche in condizioni un po' svantaggiate. Sono contento di poter chiudere queste tre giornate che sono state molto molto intense. Come vedete in questa lista di cooperative che ci hanno anche un po' dato una mano dal punto di vista economico, organizzativo per fare questa manifestazione, sono cooperative sociali, la Coopera di Brunico, la Contempora è una scuola di Bolzano, la Concop è un negozio di alimentari, la Kairos è una cooperativa sociale di digitalizzazione, la Osis, un'altra grande cooperativa sociale di Bolzano, la Renovas, di cui abbiamo qui il direttore, una cooperativa di Bressanone. Quindi insomma siamo sul territorio, vogliamo stare vicino alle persone, vogliamo catturare le necessità delle persone e offrire i servizi che la Lega CoopBund può offrire. Bevor wir weggehen, werden wir ein kleines Zeichen hier lassen, eine Bodenmalerei, und die wird unser junger Künstler Afro Ekli verwirklichen.